Ja, hallo liebe Leute. Heute wieder eine Geschichte aus meinem Leben. Ja, wir schreiben das Jahr 1996. Ja? Aus digitaler Sicht, ne, lag Deutschland da am Tiefpunkt, also ne, keine Smartphones, nur in sehr seltenen Fällen Internet, also Internet gab es nur für einen erlesenen Kreis von Menschen, die sowieso schon begeistert waren, meistens für PCs und so weiter, ne? Aber bei mir war es tatsächlich so, Ende 96 bekam ich auch meinen ersten Internetanschluss zu Hause. Und man konnte da überwiegend mit Amerikanern chatten, ja. Auch gleichaltrige Leute, also so in meinem Alter, so, ne, 17, 18, 19, 20. Und hatte dann sehr viel Kontakt zu Amerikanern, ne? Und ich war dann auch wirklich sehr, sehr stolz, als dann mal das erste Paket aus Amerika kam mit amerikanischen Süßigkeiten, ja. Also Süßigkeiten aus Amerika, American Candy. Ja, da war ich richtig stolz. Ja, hart erarbeitet durch ja, Sympathie beim Chatten sozusagen, ne? Ja, war schon toll. Das waren so meine ersten Erfahrungen mit Internet, ne? Chatten, also Chats, Chaträume mit überwiegend Menschen aus Amerika, und dann gab es auch irgendwann Post und Pakete mit verschiedenen Dingen. Ich habe natürlich dann Süßigkeiten aus Deutschland hingeschickt, und so hat man das halt so gemacht, ne? Dann gab es eher so eine Paketfreundschaft und keine Internetfreundschaft. Gut, kommen wir zum Thema. Also 96, ne, eine Zeit, wo es wirklich, ja, ne, ganz wenige Dinge nur gab, ne, außer halt ja, also Homecomputer oder halt Fernsehen, aber jetzt nicht diese Welt der Smartphones und Internet erst recht nicht, ne, also nur für wenige Menschen, und das waren oft Menschen, die ja sowieso schon dafür bekannt waren, sehr technikaffin zu sein oder fortschrittlich zu sein in solchen Dingen wie Computer und so, ne, also man konnte sagen, so pro Ortschaft vielleicht, ne, dann immer so eine Person, die dann Internet hatte, wo man sagte, wow, der hat Internet, ja, da müssen wir mal klingeln und uns das mal zeigen lassen, wie das so alles funktioniert, ne? So war das damals. Ja, also kommen wir zurück zum Thema, ne? Januar 96, ich war noch so 17 Jahre alt und hatte noch 6 Monate Schule vor mir. Aber die Monate zuvor, ne, also so Herbst 95 und Dezember und November 95, hatte ich viele Probleme in der Schule mit Lehrern. Die Noten segelten in den Keller. Ich hatte Probleme mit Mitschülern. Ja, oft wurde ich auch schon vor der Schule abgefangen, ja, von Leuten von einer ganz anderen Schule, ne, und die haben mir dann erstmal als Morgengruß eine Backpfeife gegeben, und das ging ziemlich oft so. Also ich hatte auch ziemlich viel Ärger, und ja, dass ich dann irgendwann sagte, so Anfang 96, nee, das tue ich mir irgendwie keine weiteren 6 Monate an, zumal ich ja auch dann im Frühling auch 18 geworden wäre, und dann kann man ja sowieso machen, was man will, ne? Und hatte dann beschlossen, nee, ich gehe da halt nicht mehr hin. Das war natürlich nicht so einfach. Ich wohnte in einem Dorf, ne, und dann von dort aus ging auch der Schulbus, und man konnte nicht einfach so in der Stadt rumlümmeln und so da seine Zeit vertreiben, das wäre zu auffällig gewesen. Dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich es anders. Ich verbringe dann die Zeit einfach im Wald, ne? Bin dann also so fröhlich pfeifend aus dem Haus nach dem Motto, ja, um mittags bin ich wieder hier, ne? Bin aber dann nicht halt um die Ecke zum Schulbus, sondern bin dann so durch Umwege in den Wald gegangen, der ja quasi direkt vor der Tür lag, also so 100 Meter, ne? Und habe dann da den ganzen Tag verbracht. Ne? Und ihr müsst euch vorstellen, Januar, Februar, 90er Jahre, dann Oberbergischer Kreis, also das konnten durchaus Zustände sein wie in Sibirien, also wirklich mega, mega kalt, sehr hoher Schnee oder viel Schnee auch. Ne? Ja, das größte Problem war eigentlich immer die Langeweile. Ne? So die erste Stunde geht, dann wird einem extrem kalt, dann bin ich meistens immer sehr viel spazieren gegangen, also den Wald auf und ab und auf und ab, so dass man halt in Bewegung bleibt, ne? Weil die Kälte spürt man halt schon ziemlich schnell, so in einer Stunde spätestens. Ne? Ach ja, manchmal einfach auch nur auf irgendeinen Baumstamm gesetzt und Musik gehört, ne?
Damals nicht mit dem MP3-Player, sondern es gab diese Walkmans. Das war halt so ein Kassettenabspieler mit Kopfhörern und dann habe ich halt stundenlang Musik gehört. Bands gab es genug, die man damals hören konnte, ne? Ob jetzt Rock'n'Roll, aber auch schon House und Techno war damals auch schon sehr bekannt. Ja, ne? Der Förster vom Wald hat mich auch öfters gesehen, so ein paar Mal die Woche. Meistens einfach nur gewunken und weitergefahren, aber er hielt auch einmal an und fragte, ob alles okay ist. Und gut, ne? Da saß dann so ein junger Typ wie ich mit Schulranzen und Kopfhörer auf. Ja, ne? Hätte man sich auch so seinen Teil denken können, aber der hatte halt anderes zu tun, ne? Fiel halt nicht in seinen Zuständigkeitsbereich, ne? Ja, es gab natürlich dann noch extrem schöne Situationen, ne? In so einem Wald, wo auch absolute Stille herrscht. Ich habe auch manchmal Tiere gesehen. Ja, mir sind sogar mal Wildschweine begegnet, ne? Die hatten immer mehr Angst vor mir als ich vor ihnen. Also sind sofort weggerannt, ne? Ja, und dann so Momente, sag ich mal, totale Stille im Wald, ja, und dann kommt so voll die Sonne raus, ja, und dann steht man in so einer Lichtung voller Schnee und dann knallt da so die Sonne drauf, ne? Und dann dieser Moment, vielleicht kennt ihr das, wenn man im Wald steht, totale Stille und plötzlich macht's klack, 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 klack und dann fällt so der Schnee von den Bäumen, ne? Und das war dann echt so, ich habe dann so gar nichts gehört. Die Sonne knallte so auf den Schnee. Ich stand in so einer Lichtung und dann plötzlich klack, 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 ne, fiel so der ganze Schnee von den Bäumen. Das ist schon ein sehr toller Moment irgendwie, ne? Und das hatte ich natürlich auch dann öfters erlebt, ne? Und ja, immer irgendwie da meine Zeit so vertrieben. So um 1 Uhr mittags wusste ich ja, kommt der Schulbus. Da habe ich mich auf so einen gewissen Berg gestellt. Ihr wisst ja, Berge gab es in meiner Gegend genug. Und von dem Berg aus konnte man sehen, wann um 1 Uhr mittags der Schulbus in meine Ortschaft einfährt. Und da sah ich den auch kommen, dann wusste ich, okay, so vom Timing her, jetzt muss ich ungefähr jetzt so die nächsten 5 Minuten hier den Berg runtergehen und dann war ich auch direkt im Tal und ja, das war natürlich immer sehr crazy, ne? Ich quasi mit einem Eiszapfen unter der Nase, ne? Also übertrieben ausgedrückt, ne? Mit einem Eiszapfen unter der Nase dann reingekommen in die Stube. Und dann hieß es auch, Junge, was bist du durchgefroren? Ja, ne, dann mal so meine Ausreden. Ich musste so lange auf den Bus warten. Ne? Und also, ich habe es wirklich geschafft, das wirklich zu verheimlichen, weil das größte Phänomen ist einfach nicht nur, dass ich das jetzt wirklich 5 Monate so durchgezogen habe, also den ganzen Winter quasi, ne? Sondern dass die Schule sich auch wirklich nicht gemeldet hat. Ja, bei meinen Eltern, das heißt, ich habe das wirklich, die haben sich so erst so, also ich habe da im Januar mit angefangen und ich glaube im April kam dann so erst der Anruf von der Schule, wo, ja, wo ich denn bliebe, ne? Ich wäre schon seit 4 Monaten nicht mehr da gewesen, ja, ne? Kann man ja so nach 4 Monaten mal so nachhaken, ne? Schadet ja nichts. Und ja, für mich war das natürlich toll, aus heutiger Sicht kann man das natürlich auch anders sehen, ne? Aber ich glaube, meine Schule oder quasi, also besser gesagt, naja, meine Lehrer und Mitschüler, die waren auch, glaube ich, eher froh. Also ich war zu der Zeit kein einfacher Schüler, ja, weil ich hatte absolut keinen Bock, absolut nicht, ne? Ja, und dann haben sich ja noch so Sachen ereignet, ne? Dann so, ich wäre ja dann im Mai 18 geworden, so im April wurde mir dann so richtig Ärger gemacht, ne? Ich soll jetzt endlich zur Schule gehen, also die letzten 3 Monate des Schuljahres, ne? Das war ja auch die 10. Klasse, also quasi total unnötig, ne? Jetzt müsste ich doch endlich in die Schule. Ich sag, Leute, in 4 Wochen werde ich 18. In 4 Wochen werde ich 18, dann bin ich volljährig. Das ist egal. Noch bist du minderjährig. Das heißt, jetzt wird noch 4 Stunden hier, 4 Wochen hier in die Schule gegangen und dann wäre sowieso das Schuljahr zu Ende gewesen und quasi die Schule auch sowieso zu Ende gewesen, weil es ja die 10. Klasse war. ja, hab dann auch natürlich den Abschluss nicht geschafft und ja, musste natürlich auch jetzt nicht wiederholen, weil ich ja tatsächlich dann im Mai 18 geworden bin und ach, es war alles so unnötig, ja, was dann noch für einen Druck aufgebaut wurde. Also erst so 4 Monate gar nichts hören und dann so total Ärger bekommen, ne? Nach 4 Monaten, ich habe das alles nicht verstanden oder nicht verstehen wollen, weil ich ja quasi sowieso fast volljährig war, ne? Ja. Ja, im Grunde genommen eine sehr schöne Zeit, ne? Also
Ich meine, es war natürlich sehr hart, weil es halt auch Winter war. Und damals gab es noch richtige Winter, ja. Gerade da in der Gegend, wo ich wohnte. Die Langeweile war das Schlimmste, ja. Weil wenn man dann schon ein paar Mal den Wald auf und ab gegangen ist, kannte man auch alles. Und es passiert ja auch nichts, ne. Und es begegnete einem ja auch niemand zu der Uhrzeit. Und ja, also ich war dann immer sehr froh, wenn ich dann zu Hause ankam. Ne, dann war ich so von 8 Uhr morgens bis 13 Uhr im Wald und ja, es gab sehr schöne Momente, die ich nie vergessen werde, halt diese Momente der Stille, ja, wo die Sonne dann so rauskam und man hat dann zufällig dann auch ein tolles Musikstück dazu gehört, was dann also auf meinen Kopfhörern lief natürlich, ne, auf meinen Kopfhörern und das waren dann schon sehr besondere Momente, die sich so eingeprägt haben. Mehr kann ich, glaube ich, auch nicht erzählen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.